Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Playzocker Reviews. Und wir schauen uns heute einen der am längsten anhaltenden Trends der Menschheit fast an. Ja? Bereits im alten Rom gab es Gladiatorenkämpfe. Spartacus Blood and Sand ist das aktuelle Beispiel dafür. Aber auch andere Gruppen von Menschen ließ man immer wieder gegeneinander antreten. Seien es harmlose Schüler. Die Arrow Video Box habe ich euch schon gesagt, deswegen hier die deutsche Version von Marketingfilm. Seien es Gefangene, die in einem Spiel um Leben und Tod gegeneinander antreten müssen. Seien es was auch immer. Also, ich muss nur kurz erinnern, das müsste ich jetzt wirklich einen Award ausgeben für einen der schlechtesten Filme, den ich in den letzten 10 Jahren ertragen müsste. Hi! The Eliminator mit Michael Rooker und Beth Rutten hat wirklich gute Chancen. Man muss ja natürlich ausschnapsen, ob man das oder Daniel der Zauberer auf Platz 1 setzt, aber Wiedersehen. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Jetzt haben wir keine Schüler, keine Gefangenen. Jetzt haben wir professionelle Auftragskiller. Wir gehen rein in the Tournament. Und bevor wir uns den Film selbst näher anschauen, möchte ich noch einmal zeigen, das ist die brandneue österreichische Uncut-Version als eines der zurzeit gefragten DVD- plus Blu-ray-Media-Books. Es gibt in der Mitte ein relativ knappes Booklet mit in erster Linie Bildern, aber auch einem Text, der wie einem Hinweis zu entnehmen ist, mit freundlicher Genehmigung von Deadline das Filmmagazin ist und auf der anderen Seite dann die Blu-ray. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist nicht das schönste Mediabook, das ich kenne, vor allem wenn man da schaut. Es ist der Backcover-Druck nicht ganz sauber und geht ein bisschen da aufs Bein, aber das ist jetzt ehrlich gesagt eine relativ mickrige Beschwerde. Es ist ein relativ schickes Mediabook, hochglanzlackiert und enthält den Film zum ersten Mal ungeschnitten in deutscher Sprache, ist damit die vierte Schnittfassung von The Tournament im deutschsprachigen Raum. The Tournament ist der erste Film, der in Deutschland alle drei möglichen 18er Freigaben bekommen hat und trotzdem in jeder davon geschnitten ist. In der Keine-Jugend-Freigabe-Fassung um circa 2,5 Minuten, in der eigentlich so gut wie jede der drastischen Gewaltdarstellungen fehlt, aber die auch viel mit Zoom, Alternativmaterial und so weiter arbeitet, insgesamt an fast 70 Stellen entschärft. Dann gibt es noch eine SpioJK keine schwere Jugendgefährdung-Fassung, die ein bisschen mehr als eine Minute vermisst, plus gelegentliches Alternativmaterial und die österreichische Version mit SpioJK strafrechtlich unbedenklich, in der das Wauzi gar nicht vorkommt und somit überleben darf. Sinn oder Sinnhaftigkeit der Schnitte sei hiermit hinterfragt, aber man muss teilweise auch das Positive sehen. Ich meine, einerseits ist es natürlich so, dass dadurch, dass der Film in Deutschland nur Cut war, wir für die Uncut-Version fast 30 Euro zahlen müssen, also fast ist gut, bis auf einen Cent 30 Euro zahlen müssen. Dafür gibt es wirklich eines der zurzeit sehr beliebten Mediabooks und ich muss sagen, von der Gestaltung her gefällt mir das erste NSM Records Mediabook extrem gut und ich freue mich ehrlich gesagt, dass ich es in der Sammlung habe. Bin gespannt, ob es irgendwann einmal out of print geht und irgendwas wert wird, aber auch wenn nicht, schöne Faul. Kommen wir zum Film und also, um den Film mit einem Wort zu beschreiben, wow. Echt. Also, ich muss sagen, The Condemned hat mich, als er rausgekommen ist, war einer der ersten Wrestling-Filme, die ich gesehen habe, einer der ersten Produktionen, Filmproduktionen mit Wrestler, glaube ich sogar der erste WWE-Film, den ich mir angeschaut habe. Und was mir daran besonders gefallen hat, ist, dass die
Atmosphäre, die Stimmung und die Charaktere im Gegensatz zum typischen Hollywood-Film nicht zwangsweise fröhliche, glückliche Seiten haben müssen, dass man nicht ein erzwungenes Happy End einbauen muss, sondern dass wirklich ein gesamter Film mit fieser, dreckiger Stimmung inszeniert werden kann, dass ein gesamter Film seinen pessimistischen, seinen drückenden Grundton beibehalten kann und damit auch wirklich eine Wirkung auf das Publikum hat. Ich meine, man muss sagen, es ist kein Film, der so wie Battle Royale wirklich länger im Gedächtnis bleibt, weil ihm einfach diese grundlegende Aussage weitestgehend fehlt. Aber es ist doch ein Film, der im Gegensatz zu dem, was ich mir erwartet habe, mich echt positiv überrascht hat. Und ähnliches muss ich sagen, kann man auch über The Tournament sagen. Der Film hat für mich eine Schwachstelle, die in Wirklichkeit gar keine ist. Es klingt jetzt komisch, aber ich muss sagen, am Anfang war der von Robert Carlyle gespielte Pfarrer einfach nur nervig. Warum? Er kommt durch Zufall in das Spiel hinein, leistet im Prinzip nichts, jammert nur rum. Kelly Hu rettet ihm ungefähr 5-mal das Leben und dann freunden sich die beiden langsam an. Wo immer denkt, warum? Carlyle weiß nicht, was in dem Spiel abgeht, aber Kelly Hu weiß, es ist ein Spiel auf Leben und Tod, wo es nur einen Gewinner geben kann. Das heißt, warum rettet sie jemanden das Leben? Warum freundet sie sich mit jemandem an, wenn sie weiß, dass im Endeffekt nur einer von den beiden überleben kann? Und wenn sie ihn vor allem nicht kennt und nicht weiß, ob er ihr nicht dann irgendwann in den Rücken fällt. Es macht einfach von der Perspektive aus keinen Sinn, dass sie immer als kaltblütige Auftragskillerin gezeichnet wird und dann eine derartig menschliche Seite offenbart, die in ihrem Berufsfeld schon fast als Schwäche bezeichnet werden muss, weil es einfach nicht passt. Abgesehen davon, dass Robert Carlyle diese kleine Patrone, die einerseits das Tracking-Device ist und andererseits auch ein bisschen an Sprengstoff hat, falls das Spiel zu lange dauert, dass er die verschluckt hat und nicht eingenäht. Das heißt, das geht durch seinen Verdauungstrakt und es gibt eine Szene, gerade wo ich mich gefragt habe, 24 Stunden dauert das Spiel. Verlässt dieses Ding da nicht auf natürliche Weise schon den Körper? Gibt's dann eine Szene, und das glaube ich kann ich ohne Spoiler sagen, weil das, wie die Geschichte des Pfarrers am Ende ausgeht, ist glaube ich so logisch in einem amerikanischen Film, ist so eindeutig, dass man darüber eigentlich keine Worte verlieren muss, nur es macht nicht wirklich einen Sinn, wenn man sich die menschliche Verdauung anschaut, ist das, was am Ende passiert, schon fast nicht mehr möglich, weil dieses Ding schon woanders eigentlich im Körper ist. Also es kann aus dem Magen nicht mehr rauskommen, wenn es von der Zeit her eigentlich schon weit im Darm drinnen sein muss. Mehr möchte ich auch nicht dazu sagen. Wenn die Szene kommt, werdet ihr wissen, was ich meine. Das nächste ist, der erste Auftragskiller, dessen Chip dann Robert Carlyle bekommt, schneidet sich den Chip sofort raus. Warum macht es nicht jeder? Warum? Warum sagen die Leute, explosiver Chip, gefährliches Spiel um Leben und kennt man den Chip? Na komm, los geht's. Das macht keinen Sinn. Vor allem, weil der Kerl damit natürlich den Vorteil hat, dass er die anderen nicht orten können. Deswegen frage ich mich, warum macht das niemand? Am Ende kommt sowas Ähnliches dann wieder. Und ich muss sagen, was ich dem Film extrem hoch anrechne und weswegen ich sage, dass es einer der besten Actionfilme der letzten 10 Jahre ist, The Tournament hat von der ersten bis zur letzten Minute eigentlich fast nur Action. The Tournament ist eine langgezogene Action-Szene, genauso wie The Condemned, die brachial, effektiv und vor allem explosiv inszeniert wurde. Man gleitet von einem Höhepunkt in den anderen, aber im Gegensatz zu Transformers 2 ist das Ganze hier so balanciert, dass man eine Action-Szene zwar nach der anderen zeigt,
aber dass es für den Zuschauer trotzdem nicht langweilig wird. Das heißt, der Film schafft es, obwohl er mit einer wirklich brachialen Szene anfängt, schafft er es, dazwischen immer wieder auf seine Charaktere zurückzukommen, schafft es, sich in seinen Action-Szenen immer weiter zu steigern und schafft es, ganz am Ende mit seinem Finale noch einmal einen draufzusetzen. Und nach dem Finale schafft er das mit dem Ende exakt noch einmal. Und das finde ich, ist eine Meisterleistung. Das ist eine absolut spitzenmäßige Leistung, die hier vollbracht wurde. Und vor allem die Hauptdarsteller Robert Carlyle, Kelly Hu haben wir schon erwähnt, aber Ving Rhames ist wieder einmal unfassbar cool in seiner Rolle, hat auch die Chance, also die drei Hauptdarsteller bekommen auch die Chance, ein bisschen eine Charakterzeichnung zu erfahren, was das Ende, wo sich die drei dann gegenüberstehen, wirklich intensiv gestaltet, weil man einfach gespannt ist, was passiert jetzt. Ich meine, es ist für den Freund amerikanischer, dass ich es auszubringe, Filme ist eigentlich klar, wer den Film überleben muss. Es ist, das kann ich jetzt wieder frei ohne Spoiler sagen, weil es ist so selbstverständlich, es ist so klar, das hätte ich eigentlich nach 2 Minuten Film schon schreiben können und hätte mir das auf einen Zettel notiert und am Ende, oh, Überraschung. Das ist aber nicht der Grund, warum man sich den Film anschauen soll. Also besonders ausführliche Charakterzeichnung, besondere Eigenschaften im Sinne der Persönlichkeit und Emotionalität braucht man von so einem Film natürlich nicht erwarten. Aber, und das ist der springende Punkt, es gibt heutzutage wahnsinnig wenige Actionfilme, die auf diesem klassischen 80s und 90s Stil aufbauen können, à la Phantom Commando. Dass es wirklich einen Actionfilm gibt, der reine Action bietet. Und da liefert der Tournament nicht nur das, was man bestellt hat, sondern viel, 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 viel mehr. Man muss sagen, der Tournament ist einer der brutalsten Actionfilme, die ich je gesehen habe. Also die Darstellung von Erschießungen, Explosionen ist teilweise jenseits von Gut und Böse. Und der Film an sich ist einfach für das, was er sein will und für das, was er sein soll, wahnsinnig gelungen. Und deswegen kann ich nur sagen, erwachsene Actionfans, haltet Ausschau nach The Tournament. 30 Euro für das DVD und Blu-ray Mediabook sind nicht wenig Geld, aber der Film ist es auf jeden Fall wert. Und wer mir das nicht glaubt, es gibt eine amerikanische Blu-ray, Achtung, Region Code A, es gibt eine britische Blu-ray, da kann man auch noch schauen, aber ich sag, die Aufmachung vom Mediabook, der Film, war mir das Geld eindeutig wert und ich muss sagen, The Tournament kriegt von mir 9 von 10 Punkten. Fürs Meisterwerk aller Battle Royale fehlt mir einfach eben eine gewisse Stufe der Emotionalität, es fehlt mir eine gewisse Form der Bindung zu den Charakteren und es fehlt mir ein bisschen die Weiterentwicklung der Persönlichkeit, die in Battle Royale wirklich toll gezeichnet wurde, wo man mit den Charakteren mitlebt und der Tournament ist für den Zuschauer im Vergleich dazu ein relativ passives Erlebnis. Man schaut zu, man findet den Film als Actionfilm toll, aber man lebt nicht wirklich mit im Sinne eines Battle Royale. Deswegen nur 9 von 10 Punkte, aber Actionfans kann ich einfach nur sagen, schaut euch The Tournament an. Schnell. Mein Name ist Playzocker Reviews, also mein Kanal ist Playzocker Reviews, ich heiße schon ein bisschen anders. Ich melde mich in Kürze wieder mit einem neuen Review und wünsche euch viel Spaß mit The Tournament. Tschüss!